Ich bin Ryan on the Road und hier geht's um die erste Etappe von Kanada nach Mexiko. In 9 Monaten von Halifax, Nova Scotia durch die USA nach Cabo San Lucas in Baja, California. Viel Spaß dabei! Tonight I'm going on a road trip, uh-huh. I'm packing my bags, I feel so good, uh-huh. I'm going to this place that's called love, uh-huh. Where people speak from the abundance, uh-huh. Ständig Schüsse zu hören. Dann stand ich da in San Francisco, komplett ohne Geld, ohne Kontakte. Im Sommer bin ich nach Kanada geflogen, bewaffnet mit meinem Backpack und hatte den Traum, mit einem Motorrad durch die Amerikas zu fahren. Also konkret von so weit möglich oben, Norden, bis so weit möglich Süden, also Feuerland, zu fahren. Und hatte mir dafür 2 Jahre genommen. Ich habe tatsächlich noch hier beim Arbeiten ein Pärchen aus Kanada getroffen, die in Halifax gewohnt haben, also tatsächlich die östlichste Stadt von Kanada, die mich dann auch eingeladen haben, einfach bei ihnen so den Start in die Reise zu machen. Und es war sehr viel wert, einfach erstmal eine sichere Base zu haben, irgendwie, wo ich ein paar Tage mich akklimatisieren konnte und irgendwie in diesen, ja, doch einfach komplett andere Welt erstmal einsteigen konnte. Da habe ich dann irgendwie auch 2 Wochen auf deren Haus aufgepasst, während die nicht da waren, mich um die Katze gekümmert und mich auf die Suche nach einem Motorrad gemacht. Was ich dann schon festgestellt habe, war, dass es einfach dadurch, dass es schon Ende des Sommers war, schwierig war, in Kanada ein Motorrad zu kriegen. Also konnte ich tatsächlich in Kanada am Ende kein Motorrad kaufen, sondern bin erstmal mit meinem Rucksack Hitchhiker-mäßig durch Kanada gereist. Da gibt es einen Ort mit dem höchsten Tideunterschied. Also aufgrund der Geografie der Bucht gibt es tatsächlich bei Ebbe ist der Wasserstand halt super niedrig und bei Flut halt 12 Meter weiter oben. Und diesen Unterschied zu sehen, ist schon einfach krass. Dann bin ich hoch zum St. Lawrence River und dann diesen kompletten River entlang über Quebec, Montreal und den Algonquin Nationalpark, wo ich 2 Wochen mit einem Kanu unterwegs war. Da gibt es so Seen, die sind alle so ein bisschen verknüpft und man kann einfach tatsächlich mit einem Kanu für mehrere Monate unterwegs sein. Moose gesehen, Biber, meinen ersten Biber in echt. Hier jetzt in Deutschland, wo ich wohne, gibt es auch ganz viele Biberspuren, aber ich habe noch nie einen Biber in echt gesehen und da ist der mir einfach neben dem Kanu entlang geschwommen. Dann über Toronto zu den Niagara-Fällen. Das war auch ein Ziel, das ich irgendwie schon sehr früh in meiner Kindheit als Must-Have auf meiner Liste hatte. Und als ich dann da war, stelle ich fest, da ist eine Millionenstadt. Die sieht man nur nicht auf den Fotos, weil immer von der Seite der Stadt fotografiert wird. Ich dachte immer, es wäre ein riesengroßer Wasserfall mitten in der Natur. Aber nee, das ist Las Vegas in ein bisschen kleiner. Das hat mich schon umgehauen. Von da aus ging es dann wieder zurück nach Toronto. Da hatte ich jemanden kennengelernt, wo ich so ein bisschen eine Base machen konnte. Mich mal 2 Wochen von den vielen dann doch sehr schnellen Ortswechseln erholen konnte. Und von dort aus dann eben den Trip in die USA starten konnte. Und ja, in den USA war ich insgesamt 3 Monate. Da habe ich mir dann eben das Motorrad gekauft, in Utah. Das war auch eine sehr spannende Zeit.
von Utah, bin ich dann über Idaho Falls hoch in den Yellowstone Park. Das waren auch eins der Ziele, die ich irgendwie vorher festgelegt hatte. Da hatte ich mal eine Reportage gesehen. Mega beeindruckend, kann ich jedem empfehlen. Als ich dann aus dem Yellowstone Park rauskam, war tatsächlich der erste Tag, an dem es geschneit hat. Und da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt auf den Weg nach Süden machen, weil mit dem Motorrad jetzt durch Schnee zu fahren, bin ich irgendwie auch ja, ein bisschen skeptisch. Hat dann super viel Spaß gemacht, die 2 Tage, die ich im Schnee war. Aber war trotzdem eine gute Entscheidung, von dann in Richtung Süden zu ziehen. Auf dem Weg von Tillamook, Oregon, also das ist in der Nähe von Portland, den Highway 1 runter, habe ich festgestellt, dass ich meine Kreditkarte leider in einem Bankautomaten habe stecken lassen. Und dann war es ein Tag vor Halloween. Ich war halt einen Tag vorher noch 8 Stunden entfernt von San Francisco und habe mir dann vorgenommen, einfach meine längste Reiseetappe an diesem Tag zu machen, um abends irgendwie an Halloween in eine Bar zu gehen. Ja, ich war vorher noch nie 8 Stunden am Stück Motorrad gefahren, auch nachher nie wieder. Als ich ankam in San Francisco, hatte ich noch genau diese $25, die ich dann für das Hostel ausgegeben habe und mir gedacht habe, okay, jetzt ist 7, du machst jetzt 20 Minuten Powernap, hast du wieder ein bisschen Energie, dann gehst du auf die Piste. Ja, ich habe mich hingelegt und bin nicht wieder aufgewacht. Dann stand ich da in San Francisco komplett ohne Geld, ohne Kontakte und habe mir erstmal gedacht, was jetzt? San Francisco war tatsächlich nicht nur wegen Halloween spezieller Punkt meiner Reise, sondern vor allen Dingen auch wegen Berkeley. Also eins meiner Ziele war auch schon immer irgendwie Psychologie zu studieren und dafür ist einfach die Universität in Berkeley eine der weit fortgeschrittensten der Welt. Und ich in meinem naiven 21-jährigen Kopf dachte mir, hey komm, gehst du einfach hin, stellst dich mal vor, sagst, du willst hier studieren, findest alles raus, wie das funktioniert. Aber in diesem riesen Campus war natürlich niemand aufzufinden, der sich für irgendjemanden wildfremden Deutschen interessiert, der gerne hier studieren möchte, weil es ist halt auch eine der beliebtesten Unis der Welt. Was dann dazu geführt hat, dass ich die Nacht im Parkhaus der Berkeley-Universität verbracht habe, dann am nächsten Tag tatsächlich einfach dieses Geldthema angehen musste, dann irgendwie durch so ein paar Wohngebiete gefahren bin und Leute, die ich getroffen habe, halt gefragt habe, ob ich irgendwas im Garten machen kann. Der eine Typ ist gerade umgezogen, war ein riesen LKW, habe ich halt ein bisschen ausgeladen geholfen, hatte dann wieder genug Geld, um irgendwie weiterzureisen. Da war dann aber auch schon klar, ich brauche irgendwann mal eine Base, wo ich mindestens 2 Wochen sein kann, sodass ich mir eine Bankkarte von Deutschland dorthin schicken lassen konnte. Den Ort habe ich dann einige 100 Kilometer später in Santa Cruz gefunden. Vorher habe ich mich durchgeschlagen mit dem Streichen von dem Hinterzimmer einer Cannabis-Apotheke. Ein Job, der normalerweise halt irgendwie 8 Stunden in Anspruch nimmt. Da der nette Chef allerdings alle 20 Minuten reinkam und meinte, hey, probier mal das,
Auch ein geiler Scheiß. Da habe ich eine ganze Woche dafür gebraucht. Nach Santa Cruz, als ich meine Kreditkarte dann endlich wieder hatte, konnte die Reise wieder ein bisschen anders und entspannter weitergehen. Bin dann den Weg durch die Tourismuszentren Santa Barbara und Los Angeles. Also so Walk of Fame und Santa Monica Pier. Das sind schon einfach Orte, die ich irgendwie nicht nur aus GTA, sondern auch aus dem einen oder anderen Film irgendwie schon kannte. Und dann wirklich da zu sein, ist schon auch einfach ein krasses Erlebnis. Los Angeles war tatsächlich auch der erste Moment, wo ich mich phasenweise so richtig unsicher fühlte. Also klar, in den Spots, wo jetzt Highlife ist, natürlich nicht. So ein bisschen in den Outskirts, also in den Außenbereichen, waren einfach ständig Schüsse zu hören. Also zum Glück nie direkt neben mir, aber im 5-Minuten-Takt hat man einfach Schüsse gehört. Und da war so, okay, irgendwie ein bisschen gruselig. Bin dann auch nur 3-4 Tage dort geblieben und dann nach San Diego weiter. In San Diego habe ich nochmal einen Spot gemacht, einfach um mich auch auf Mexiko vorzubereiten. Gerade weil ich auch viele Stories gehört habe und viele Menschen, die irgendwie da voll skeptisch waren, macht das nicht, voll gefährlich. Mich irgendwie die letzten Dinge, die ich dachte, unbedingt noch in den USA besorgen zu müssen, weil sie in Mexiko nicht zu kriegen sind. Besorgt. Später habe ich festgestellt, das hätte ich da natürlich alles für ein Drittel vom Preis bekommen, weil Mexiko ist nicht hinter Mond. Und ja, dann ging es los. Ja, und dann ging es über die Grenze nach Mexiko. Riesengroße Anlage. Kein einziger Mensch. Einfach wie man sich's vorstellt, diese 15 Tore nebeneinander, wo man theoretisch kontrollieren hätte können. Es war einfach kein Mensch da, ich bin einfach nur durchgefahren. Später wird sich herausstellen, dass es in die andere Richtung eine ganz andere Situation ist. Aber dazu später. Auch in Tijuana habe ich mir gedacht, hey, es ist ein neues Land. Ich gebe mir erstmal so 2-3 Nächte Akklimatisierung, irgendwie alles checken, was so nötig ist für neue Situationen, neues Land, neue Sprache auch. Ich bin mit 3 Sätzen Spanisch nach Mexiko eingereist. Der erste war ¿Dónde está el baño? Wo ist die Toilette? Necesito ayuda, ich brauche Hilfe. Und lleno verde, por favor. Also einmal grün voll machen, bitte. Und zwar, weil in Mexiko gibt es rotes und grünes Benzin. Und mein Motorrad brauchte grünes. Die 3 Sätze habe ich im Voraus auswendig gelernt, weil ich sie für sehr wichtig hielt. Festgestellt habe ich dann, in Nordmexiko spricht einfach jeder Englisch. Also auch gar kein Problem. Es war sehr schön, mich an die Sprache ranzutasten, weil man hört es überall. Man kann schon versuchen, mitzusprechen. Aber es ist auch so, wenn es irgendwie um was Wichtiges geht, switcht man halt ins Englische und jeder versteht einen. Also war ich erstmal 3 Tage bei einem Couchsurfer. Echt cooler Typ, der mir die Stadt gezeigt hat, mich in die Kulinarik Mexikos eingeführt hat. Und mir auch ein bisschen dabei geholfen hat, die ganzen Papierkram fertig zu machen, weil das ist in Zentralamerika tatsächlich eine andere Situation. Da geht man nicht einmal zu einer Behörde, sondern man geht einmal zu einer Behörde. Dann wird man erstmal 5 Häuser weitergeschickt, um einen Stempel zu holen. Dann muss man wieder zu einem anderen Punkt, um den Stempel überprüfen zu lassen, um dann wieder zurückzukommen, um tatsächlich das Papier zu kriegen, mit dem man dann weiter. Ja. Seitdem weiß ich, an Grenzen braucht man mindestens einen Tag. So dumm wie ein reisender Rhino nur sein kann, lässt er natürlich wieder seine Kreditkarte in Mexiko in so einem scheiß Bankautomaten stecken und hat wieder kein Geld. Diesmal war es tatsächlich emotional ein bisschen schwieriger, weil mir irgendwie klar war, warte mal, ich komme aus Deutschland, einem reichen Land, ich komme jetzt in ein Land, das nicht so reich ist, fühle ich mich eigentlich nicht so wohl, irgendwie Leute nach Geld zu fragen, wie das jetzt in den USA gewesen ist. Hey you, yeah you, if you watch this till here, let me know in the comments which language you would like to hear in the upcoming videos. Und
dann ging es los ins Landesinnere. Es war so kurz vor Weihnachten. Ich hatte mir vorgenommen, so auf Google Maps gesehen, da ist eine schöne Lagune mitten in den Bergen. Dachte ich mir, das ist doch nett, da könnte man Weihnachten verbringen. Erstmal losgefahren und dann festgestellt, okay, irgendwie ist das jetzt alles nicht so, wie das auf Google Maps mir das sagen will. Dann wurde es immer dunkler und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich mal einen Platz zum Zelten finden. Und es waren aber halt rechts und links nur Zäune. Ich konnte von dieser Straße irgendwie nicht weg und dann habe ich einen Einfahrt zu so einer Baumschule gefunden. Und dann dachte ich mir, okay, gehst du da einfach mal rein, habe so ein Häuschen gesehen, da war ein Feuer drin. Habe ich mich einfach mal hingefahren, habe gesagt, jo, kann ich vielleicht hier zwischen euren Bäumen mein Zelt aufbauen? Und dann waren da zwei nette Mexikaner, die gesagt haben, ja, gespannt, kannst bei uns schlafen, wir haben eh viel mehr Betten, als wir zu zweit brauchen. Also wir haben zusammen erstmal eine Suppe gegessen, die sie sowieso schon zubereitet hatten. Und dann halt ein bisschen so geplaudert und irgendwann ist das Thema so ein bisschen geschwappt in warum sie jetzt wieder in Mexiko sind. Und dann hat sich rausgestellt, der eine hatte den Liebhaber seiner Frau umgebracht und der andere seinen Vorgesetzten im kalifornischen Kartell. Und deswegen mussten beide die USA wieder verlassen, weil sie halt gesucht wurden. Und es war dann wieder so ein bisschen so ein Moment von, bin ich hier wirklich am richtigen Ort? Ich kannte den da ja schon 2 Stunden und ich dachte mir, also, ja, okay, das ist nicht cool, aber irgendwie passe ich jetzt in keine dieser Rollen rein, mit denen sie jetzt da ein persönliches Problem hatten. Ich bleib hier mal eine Nacht, wo soll ich sonst hin? Ja, am nächsten Tag habe ich mich dann weiter auf den Weg Richtung dieser Lagune gemacht, mich 3-4 Mal verfahren und bin in einer Range gelandet an Heiligabend. Dann war ich 3-4 Tage da, also komplettes Weihnachten, habe mit dieser Familie, die aus der nächsten Großstadt da war und halt gemeinsam als Großfamilie irgendwie Weihnachten gefeiert hat, das erste Mal mexikanisches Weihnachten erlebt. Ja, als dann einfach klar war, irgendwie, es geht jetzt weiter, bin ich halt losgefahren und das war halt wirklich so eine Range mitten im Nirgendwo. Und der Weg zu dieser Lagune, die ich immer noch besuchen wollte, war halt schon sehr versandet und auch Steine und immer wieder Äste. Ich bin nicht schnell vorangekommen. Und was mir schon vorher in Mexiko viel passiert ist, dass einfach Straßenhunde anfangen, die Reifen oder auch die Knöchel von Motorradfahrenden zu jagen. Und ich bin ja ein Hundeliebhaber schon seit ich 4 Jahre bin. Seitdem habe ich mir natürlich vom Christkind zu Weihnachten jedes Jahr einen Hund gewünscht. Problem fürs Christkind war ein bisschen, dass da halt auf meinem Wunschzettel nur Hund stand und nichts anderes. Also gab da auch keine andere Option. Was dazu führte, dass ich zum Weihnachten, als ich 5 war, einen Stoffhund geschenkt bekommen habe. Seitdem habe ich nicht mehr an das Christkind geglaubt. Und mir ist halt aufgefallen, dass mich irgendwie so, ja, 15 Hunde verfolgen. Und irgendwie alle so nach 500 Metern drehen die ja meistens wieder um. Ist ja nur ein Spiel. Und bis auf diesen einen. So, der ist halt irgendwie immer wieder aufgeholt, wenn ich halt wieder irgendwo im Sandstecken geblieben bin oder an einem Stein oder einem Hindernis für Schwierigkeiten hatte. Und somit, 15 Jahre später, hat mir das Christkind doch noch einen Hund geschickt. Und seitdem sind wir zusammen unterwegs. Und da ich mir ja schon immer einen Hund gewünscht habe, hatte ich auch einfach schon sehr konkret vor Augen, wie dieser Hund aussehen müsste und welchen Namen er hätte. Und das war immer in meinen Vorstellungen ein Pitbull-Rottweiler mit dem Namen Pit. Und so hieß er erstmal. Ciao. Und so hieß er erstmal Pit. Für 2 Tage. Dann kam mir irgendwie, nein, dieser Hund ist kein Pit. Und da habe ich mich zurückerinnert. Und das Ding war, dass mich die Menschen auf dieser Farm, weil mein deutscher Name so schwierig auszusprechen ist, haben sie mich einfach Solovino genannt. Der Alleingekommene. Das habe ich dann später festgestellt, ist ein sehr häufiger Name für Straßenhunde in Lateinamerika. Trotzdem fand ich es irgendwie sehr passend und habe meinen Hund Solovino genannt. Inzwischen ist er ja schon ein richtiger Hund. Damals war es aber halt so ein süßes kleines Wollknäuel und hat einfach in die Box von meinem Motorrad gepasst. Habe ich ihm so ein paar Kissen reingelegt, so meinen Schlafsack ausgebreitet, sodass er es ein bisschen bequem hat. Hat den Rest, was halt in der Box noch war, oben auf meinen Rucksack draufgespannt mit so einem Netz. Und dann sind wir weitergetuckert.
Das ging dann auch so eine, zwei, drei, fünf Wochen und dann war klar, der wird größer als diese Box. Also musste ich mir was anderes überlegen. Dann saß ich das einen Tages in einem Café, um irgendwie Internet zu kriegen, um Sachen mit der Bank zu regeln, dass ich die Kreditkarte wieder kriege. Ich komme aus dem Café wieder raus, sehe, dass da ein Typ interessiert an meinem Motorrad steht. Und ich komme halt mit meinem Hund aus dem Café raus und er dreht sich um. Ist das deins? Ich so, ja. Ist der auch deiner? Ich so, ja. Das wird nicht mehr lang gut gehen. Ich so, nein. Ich weiß, es ist nur gerade schwierig. Ich finde eine Lösung, wenn es soweit ist. Und er so, wir könnten eine Box drauf bauen. Oder einen Anhänger. Komm mal mit. Dann bin ich erstmal bei ihm mitgetuckelt in sein Haus. Er hat sich dann rausgestellt, er ist Ingenieur aus den USA, wohnt schon seit 2 Jahren in Mexiko, baut da gerade eine Anlage, um Bioabfälle in Energie umzuwandeln auf. Und dann habe ich erstmal mit James Pearson für 3 Monate gewohnt, teilweise bei ihm zu Hause, teilweise in dem Shop, in dem wir an dem Anhänger gebaut haben. War es auf jeden Fall ganz wichtig, dass der Anhänger nur ein Rad hat, sodass ich weder das Gefühl von Kurven verliere, noch die Möglichkeit, auf einem schmalen Track entlang fahren zu können. Also haben wir uns erstmal überlegt, wie kriegen wir das tatsächlich in eine Konstruktion am Motorrad, also eine Anhängerkupplung, die das dann am Ende umsetzen kann, dass der Anhänger nicht einfach umfällt. Dann haben wir festgestellt, okay, irgendwo muss Vino drin sitzen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, da sind einfach ein Fass. Also wir haben quasi den oberen Teil des Regenfasses rausgeschnitten, einmal umgeflippt, sodass es ein bisschen länger ist. Und dann die Stellen, an denen die Teile zusammen gemacht wurden, einfach nochmal mit dem Metallfarbfass verstärkt. Und hinten dann eine Konstruktion. Das war das Schwierigste, das tatsächlich so konkret zu machen, dass es gewichtstechnisch gleich ist und nicht in eine Richtung abdriftet. 4 bis 6 Wochen war er in der Box gesessen, bevor er halt zu groß geworden ist. Wobei eigentlich, als ich James kennengelernt habe, war er noch nicht wirklich zu groß für die Box. Aber während des Prozesses des Bauens, was uns halt tatsächlich 3 Monate gedauert hat, ist er dann zu groß gewesen. Also am Anfang konnte ich ihn noch mit in die Box irgendwo mitnehmen, wenn ich da durch Todes Hampus gecruised bin, und am Ende ging es aber tatsächlich nicht mehr. Da gab es dann so ein paar Fahrten, die er wo wirklich auf dem Tank sitzen musste. War für mich irgendwie am süßesten, ganz nah bei mir, habe ich schon auch gesehen, dass es ihm ein bisschen suspekt ist, da vorne drauf zu sitzen. Hat halt auch keinen richtigen Grip. So. Also nach 8 Monaten Reise bin ich irgendwie schon in den Moment gerutscht, wo ich tatsächlich Heimweh verspürt habe. Irgendwie so die Frage gestellt habe, was mache ich hier? Obwohl es wunderschön war, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich habe dann angefangen, mich irgendwie mit Capoeira abzulenken und halt an diesem Anhänger weiterzubauen, irgendwie weiter nach vorne zu gehen. Und dann aber doch auch festgestellt, nee, jetzt ist es tatsächlich gerade eher die Zeit dafür, nochmal tatsächlich zurückzugehen und den nächsten Bildungsschritt in Angriff zu nehmen. Weil das sehe ich schon als eine oder als die Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben, die wir in anderen Teilen der Welt einfach nicht hinterhergeschmissen bekommen. Und die Chance, mir entgehen zu lassen, hätte ich wahrscheinlich auch bereut. Ich wollte eigentlich eh sowieso diese Peninsula, also diese Halbinsel von Mexiko, runterreisen und wieder hoch, um dann am Festland wieder runterzugehen. Und da die Flüge aus den USA einfach viel billiger waren, habe ich mich dann dazu entschieden, den Zipfel nochmal hochzureisen, das Motorrad in San Diego stehen zu lassen, wo ich eh schon gute Connections hatte, und nochmal zurück nach Deutschland zu reisen.
Und das waren dann halt auch die ersten 3, 4 Wochen, wo wir dann zusammen tatsächlich mit dem Anhänger gereist sind. Das war eine sehr anstrengende Zeit, weil den Anhänger und das Motorrad wieder aufzuheben, wenn es mal umgefallen ist, ist deutlich schwerer als nur das Motorrad aufzuheben. Schwer genug. Aber mit dem Anhänger echt nochmal eine andere Herausforderung. Und das Problem ist tatsächlich, dass durch den Anhänger auch das Motorrad häufiger umgefallen ist. Weil der Ständer erstmal eigentlich nur fürs Motorrad konzipiert ist und nicht für ewig viel Gewicht, das hinten dran hängt. Bis ich dann noch unterwegs mir einen zweiten Ständer ans Motorrad gebaut habe, dass das nicht ständig umfällt. Und auf dem Rückweg bin ich dann wieder durch Tijuana gefahren und habe da nochmal jemanden besucht, den ich auf dem Hinweg kennengelernt hatte, der mir auch mein erstes Tattoo gestochen hat. Seitdem ist es auch Tradition, dass ich mit jeder Reiseetappe ein Tattoo dazu kriege. Auf dem Rückweg hatte ich Glück, dass ich einen Anhänger gebaut habe, der nur ein Rad hat und ich die Möglichkeit behalten habe, durch Staus hindurchzufahren. Auf der Grenze von Mexiko nach Amerika ist es deutlich besser kontrolliert als in die andere Richtung. Kilometerlange Staus von 6 Spuren, sodass da Leute durchgelaufen sind und Essen, Trinken, blablabla verkauft haben, was sich richtig gelohnt hat, weil die Menschen standen da Stunden. Mich haben sie dann auch rausgezogen. Fand ich ganz witzig, weil ich hatte hinten im Anhänger so eine Box eingebaut und da war immer Venus Hundefutter. Und ich bin mit meinem Hund rein, um irgendwie das Papierzeug zu machen. Und da war so eine Glasscheibe. Ich habe halt gesehen, wie der Hund von denen, so dieser Border Patrol Hund, einfach die ganze Zeit nur an dieser Box mit dem Hundefutter rumhing und sich mein Gepäck überhaupt nicht angerochen hat. Hätte auch nichts gefunden, aber war witzig zu sehen. Zurückzufahren in die USA war mir auch wichtig, um die Papiere für Solovino ready zu kriegen, weil es gab damals noch ein Sondergesetz in den USA, dass Emotional Support Animals, also Tiere, die für die emotionale Gesundheit ihres Herrchens oder Frauchens wichtig sind, einfach mit in der Kabine fliegen dürfen. Und das war mir schon immer sehr wichtig, dass Vino halt nicht in die Box, in den Bauch muss, wo gerade bei Langstreckenflügen halt einfach, ja, sehr lange alleine im Dunkeln stelle ich mir nicht so angenehm vor. Und wenn es die Möglichkeit gibt, habe ich mir gedacht, komm, lasse ich ihn als Emotional Support Animal zertifizieren, sodass er in die Kabine kann. Ja, dann sind wir nach Las Vegas ins Flugzeug und ab nach Deutschland. Hey! Hat's dir gefallen? Dann lass gerne ein Like da, das hilft mir tatsächlich sehr viel. Und wenn du in Zukunft nichts verpassen willst, abonniere!